Willkommen zum Journeys Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Stories präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und/oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit dem lieben Nico, der mich hier in Portugal, genau gesagt in Ericeira, die letzten Tage über besucht hat. Und wir haben die Chance genutzt, um ebenfalls einen Podcast aufzunehmen. Aus mehreren Gründen. Nämlich Nicos Geschichte, die mich besonders angesprochen hat. Ich denke, die wird euch gefallen. Und zweitens die Berührungspunkte, die wir bei Essentia hier in der gemeinsamen Arbeit hatten. Nico ist nämlich erfolgreicher Unternehmer zum einen, hat anfangs des Jahres die Möglichkeit gehabt, seine Firma erfolgreich zu verkaufen, ist dementsprechend an dem Punkt, wo sich so ziemlich jeder Unternehmer irgendwann mal wünscht zu sein, an dem Punkt angekommen, mit völliger zeitlicher und finanzieller Freiheit gesegnet, das zu tun, was er jetzt tun möchte. Und wir haben uns vor 11 Monaten zum ersten Mal getroffen, damals zu dem Beginn dieser Substanzarbeit, zu seiner ersten begleiteten gemeinsamen Erfahrung und dann auch ein halbes Jahr später bei unserem letzten Sommerretreat, wo er in den Niederlanden mit Psilocybin arbeiten durfte. Wir sprechen über diese beiden Erfahrungen und ebenfalls über seinen Weg des Unternehmertums und jetzt diesen wichtigen Schritt, den er gegangen ist, mehr zu sich zu finden, mehr in die Innenschau zu gehen, mehr über sich selber lernen zu dürfen und was ihm diese Werkzeuge auf dem Weg dahin beigebracht haben, wie er mittlerweile selber mit sich umgehen kann, was für Herausforderungen er auf dem Weg aktuell und zukünftig noch sieht, welche Tipps er dafür für Menschen hat, die sich gerade am Beginn dieser Reise befinden und vieles, vieles mehr. War eine super nette Aufnahme, habe mich tierisch gefreut, dass er mich hier besucht hat. Weiterer Herzensmensch, der im Team ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der jetzigen Aufnahme mit Nico. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und falls ihr den Impuls verspürt, ebenfalls mal Teilnehmer eines unserer Retreats zu werden oder in einer Einzelbegleitung betreut zu werden, meldet euch sehr gern bei mir. Ich freue mich über jedes Feedback von euch. Bis zum nächsten Mal. Be yourself. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe dich ja schönst im Volleyball, sage ich schon, im Tischtennis gerade abgezogen, aber das wäre direkt der Podcast mit einer Lüge gestartet. Leider muss ich schamvoll gestehen, du hast mich besiegt im Tischtennis. Unerwarteterweise warst du gut in diesem Spiel. wir sind gerade hier in Portugal. Du hast mich besucht, netterweise. Wir haben gerade ein paar Tage zusammen verbracht. Ich durfte dein Genius Mind ein bisschen anzapfen. Da werden wir gleich zu reden ein bisschen. Haben über Essentia, Zukunft, Planung, Unternehmertum, solche Späße gesprochen. Und die heutige Folge mit dir, schon eine Weile jetzt nicht mehr auf dem Podcast, ist im Prinzip so ein bisschen deine Journey, deine Reise. Ja, auch mit Substanzarbeit, innere Heilung, dein Weg, der sehr speziell und für viele Zuhörer hier wahrscheinlich auch ansprechend ist, so ein bisschen zu skizzieren, wie dein Leben bisher verlaufen ist, wo sich unsere Wege getroffen haben, geschnitten haben und seit dem Moment, wie sich dein Leben in welche Richtung so ein bisschen weiterentwickelt hat und was dich in der Reise jetzt seitdem begleitet. Und vielleicht von mir, vom Framing her vorab, du bist mit Anfang 30, 31 jetzt, ne? 32 schon, 32, aber als Jungunternehmer mit 32 an dem Punkt, wo sich die meisten Unternehmer erträumen, irgendwann mal zu sein, so würde ich es mal bezeichnen. Zumindest wäre das so meine Einstellung dazu, als frisch gebackener Selbstständiger. Du hast deine Firma erfolgreich verkauft am Anfang vom Jahr, hast
einige Jahre darauf hinzugearbeitet, hast richtig Gas gegeben, hast da ein geiles Business aufgezogen, das erfolgreich verkauft, mit den gewissen Hintergrunddenken dabei, warum du das machen wolltest, da gehen wir gleich drauf ein, und hast jetzt im Prinzip alle Freiheiten und so viel Zeit, wie man sich nur vorstellen kann, um sich um alle möglichen Dinge zu kümmern. Und deine bewusste Entscheidung war, dich jetzt ganz speziell um dich selber und deine persönliche Entwicklung, deine innere Heilung und die Arbeit mit dir zu beschäftigen. Das heißt, du bist an einem ziemlich luxuriösen Punkt, gerade jetzt. Und deswegen nochmal vielen Dank, dass du eingeräumt hast, hier rumzukommen. Super gefreut, dass wir hier ein paar Tage verbringen können. Ich würde super gerne einsteigen mit so deine Geschichte. Ja, du bist für mich so Kategorie Mastermind, ja, Architekt vom Charakterprofil, hast du selber gesagt. Du bist der, der Patterns erkennt, der Muster erkennt, der sehr analytisch durchdacht Probleme lösen kann, den schnellstmöglichen Weg erkennt und dann sagt, okay, Problem, Lösung, ich kann was bauen dafür, das ist der größte Value und so hast du im Prinzip auch schnellstmöglich dein Unternehmen in einer Rekordzeit hochgezogen und dann verkauft. Das heißt, sehr, sehr, sehr intellektuell, stark rational getrieben. Deine Riesenstärke. Das war beim ersten Gespräch, als wir uns vorgestellt haben, gegenseitig schon klar. Allerdings war es für mich schon im Erstgespräch spürbar, dass da nicht nur Kopf dahinter steckt. Und das ist auch was dich da auszeichnet, sondern ich habe direkt gespürt, ich würde es jetzt mal so platt sagen, Unternehmer mit Herz. Und vielleicht die Frage an dich, so deine Anfangszeit, was hat dich zum Unternehmertum gebracht? Und auch der Wunsch von dir, so schnell eine Firma hochzuziehen, um sie dann verkaufen zu können, um jetzt Zeit zu haben für dich. Vielleicht mal da einfach feel free, was dir dazu einfällt. Ja, erstmal hallo zusammen und ja, eine sehr umfangreiche Frage, die nicht so einfach und direkt zu beantworten ist. Vielleicht hole ich da mal ein bisschen weiter aus, um auch den Rahmen so ein bisschen einzuordnen, ja, worum es da auch im Gesamten geht bei der Reise, weil ich glaube, dass wir alle unsere eigene persönliche Reise vor uns haben, gegangen sind und ich am Ende auch diese Uniqueness daran mag, die Dinge anders zu machen, ein bisschen out of the box zu denken und mal zu schauen, hey, so, was ist mein Weg aus meinem Wesen heraus? Und ich habe früh angefangen, viel zu denken, ja, viel zu reflektieren, wahrscheinlich sogar zu viel. Und ja, bei mir ging die Reise besonders los im Alter von 24, 25, wo ich gesagt habe, hey, 9 to 5 ist es genug. Ja, so, also ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Bei mir war das eher so eine Art Burnout-Syndrom, ja, so 2 Stunden Arbeit, ich muss aber 8 Stunden da sein. Und das war nicht ohne gewesen. Und da stand schon ein ganz, ganz großer Schmerz bei mir gewesen. Ja, den ich heute gar nicht so zum Ausdruck bringen kann, weil das schon so jetzt ja einige Jahre her ist. Aber zu dieser Zeit, das hat mich wirklich mitgenommen. Von der Arbeit nach Hause gekommen, erstmal 2 Stunden gebraucht, um runterzufahren, um Zeit für mich zu machen, um mich erstmal so zu zentrieren, zu connecten, erstmal, bevor ich dann halt eben ja noch ein paar Stunden irgendwie Zeit hatte, bevor der Tag rum war, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich interessiert haben. Und ja, irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht mehr der Weg, das ertrage ich nicht mehr. Ja, also der Schmerz war so groß, dass ich sage, ich weiß nicht, was ich machen möchte, aber das ist nicht mein Weg. Und da habe ich den Mut gefasst. Also das war jetzt nicht so, dass in einem Augenblick auf einmal war der Mut da, ja, sondern das war ein Prozess über 1, 2 Jahre, wo sich das aufgebaut hat. Und irgendwann habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, hey, ich habe Gott sei Dank ja immer finanziell ein bisschen Rücklagen hingelegt und ja von etwa 800 Euro damals gelebt im Monat, ja, und alles andere angelegt, so dass ich dann halt eben ja für 2 Jahre finanziell safe war, zu sagen, hey, ich kann eine Auszeit machen, also großer Luxus. Ich weiß, ihr habt mit vielen Menschen auch gesprochen, die jetzt aktuell in der Situation sind oder da mal gestanden haben, ja, wo dann halt eben vielleicht 6 Monate finanzieller Puffer da ist. Und ja, ich habe irgendwie schon, irgendwas war da schon im Hinterkopf gewesen, wo ich wusste, hey, es ist vielleicht nicht verkehrt, da frühzeitig dran zu denken. Und dann ging die Reise von da aus los. Und ja, das war intensiv, ja. Also ich glaube, jeder, der irgendwann mal gestartet hat mit Persönlichkeitsentwicklung, sich mal irgendwie
selbst begegnet ist und dann mal den ganzen Schatten, den ganzen Schmerz also das ist heute kaum nachvollziehbar, aber um einfach mal ein Beispiel zu geben, ich habe damals 10 Minuten gebraucht, um mich an den Schreibtisch zu setzen, um einen Satz aufzuschreiben. Also mein Geist war so wirr, der war so voll mit Gedanken, mit Impulsen, mit allen möglichen, wo ich nicht mal wusste, hey, wie organisiere ich mich denn überhaupt selbst, ja, und dann ging es halt eben mit einfachen Schritten los, mal den Kopf leer schreiben, einfach mal den Kopf leer schreiben, einfach mal alles aufschreiben, was ist denn die Erledigung, Geburtstage, was ich noch machen will, meine Traumliste, ne, was möchte ich überhaupt? Und da überhaupt mal den Bezug wieder zu mir finden und nicht fremdgesteuert zu sein, sondern proaktiv. Ja? Also dieser Unterschied zwischen proaktiv sein und reaktiv. Und in dem Leben davor, ja, so kann ich es nennen, oder in dem Kapitel davor, war ich sehr stark fremdgesteuert. Und das war für mich so der Door-Opener, überhaupt mal diese Reise zu beginnen. Und ja, da bin ich als Anfänger gestartet, ohne Vorwissen. Ich hatte keine Mentoren, ich hatte kein Umfeld. Ich wusste nicht, was Unternehmertum überhaupt ist. Und ja, ich wusste, was ich nicht wollte. Und dann ging es langsam los. Ich habe angefangen, viel zu lesen. Ich habe angefangen, viel zu schreiben. Und das hat mir eine neue Welt eröffnet. Ja, also einfach Bücher zu lesen und in fremde Welten einzutauchen und zu sehen, was da draußen noch auf mich warten, das war wundervoll. Ja. Jetzt hast du gesagt, in dem Kapitel davor, da war ich fremdgesteuert. In deinem Fall war ein Job gemacht, 9 to 5, 8 Stunden irgendwie auf der Arbeit gewesen, aber in 2 Stunden den Job schon erledigt. Hättest du sagen können, du hast ja 6 Stunden Zeit, hättest du ja damit schon mit dir beschäftigen können. Das ist bewusst provokativ gefragt, weil bei mir war es ähnlich. Ich hatte sehr viel Zeit mir erarbeitet, weil ich effizient war in dem, was ich gemacht habe und konnte das in, sag ich mal, der Hälfte der Zeit erledigen. Für mich persönlich war das, was mich da getrieben hatte, war ein Gefühl von einer inneren Leere. Das ist meine Beschreibung von diesem Zustand, von ich weiß, was ich hier mache, entspricht nicht meinem vollen Potenzial. Ich lebe gerade nicht den Job und das Leben, wo ich weiß, dass ich bereit bin, leben zu können. Ich verdiene außerordentlich gut, ich habe nette Kollegen, das ist alles super und nach außen hin wunderbar, aber ich habe in mir drin gespürt, it's not my life. Anders konnte ich es nicht beschreiben. Da war eine gehörige Portion Angst bei mir mit dabei. So dieses, ja scheiße, was ist es denn sonst? Weil eine Alternative hatte ich damals nicht. Deswegen war für mich, ähnlich wie bei dir, das nicht anders machbar, außer einem radikalen Cut und einem Sprung. Ich musste sagen, okay, Pause, ein Jahr mindestens raus, um mal überhaupt mal aus diesem System ausbrechen zu können, um mir diese Fragen stellen zu können. Weil mal kurz an einem Freitag frei zu haben und mir 3 Tage übers Wochenende die Fragen zu stellen, das hat bei mir nicht gereicht. Am Montag ging es Rad weiter, es war die ganze Zeit busy, die ganze Zeit gedacht an dieses, was passiert nächste Woche. Das hat mir nicht genügend Raum gegeben, um wirklich tief in diese Innenschau einzutauchen. Was war bei dir der Grund, warum das während der Arbeitszeit nicht ging und du meintest, ich brauchte mindestens mal 2 Jahre Pause dafür? Der Hauptgrund oder was ich gespürt habe ist, ich habe den Job, den ich erledigt habe, der war okay. Mit den Kollegen, das war auch okay. Die Arbeitsstelle war auch okay. Es war alles so Mediocracy. Es war alles so eintönig und monoton und auch irgendwie kalt und ich habe gespürt, da muss es doch noch mehr geben. Da muss es doch noch mehr geben. Also ich glaube, so dieses Gefühl von, das kann doch nicht alles sein. Also so jetzt die nächsten 10, 20 Jahre zu leben, nein. Und da war irgendwie ein Gefühl, ein Gespür von vielleicht auch einer höheren Kraft, die ja da so sich gemeldet hat und gesagt so, so das ist nicht genug, das ist auch zu viel. Und der Raum war ja überhaupt nicht da. Also ich wusste ja weder die Alternative, noch ist ja in diesen 6 Stunden nicht so, dass ich genügend Zeit habe, was zu tun, sondern ich wusste ja auch gar nicht, worum es geht. Also es waren ja unendlich viele Fragezeichen da war und mein Geist war so voll mit Gedanken, also das ist heute kaum vorstellbar mehr für mich, ja, dass da gar nichts funktioniert hat. Also wie der RAM-Speicher ist voll und da ist vielleicht noch 5% Kapazität, so ein paar klare Gedanken zu fassen und gar keinen Raum überhaupt da, in die Entfaltung zu gehen und mir die großen Fragen des Lebens zu stellen. Ne?
Und also ich glaube, es war auch eine Sehnsucht nach Ruhe, nach Stille, einfach mal ja, mich selbst mal spüren. Der Schritt, und das kann ich auch aus der eigenen Journey berichten, bedarf Mut auch an der Stelle. Weil viele Menschen, und ich spreche mit vielen Leuten, ich weiß, es geht sehr vielen Menschen so, dieses, ich weiß, ich bin in einer Situation festgefahren, ich stecke fest und ich würde gerne was ändern, aber ich weiß nicht wie oder was. So, und dann kommt die Angst mit dazu, naja, was ist, wenn, also es läuft ja eigentlich gerade ganz gut, ich übersetze mal die Angst mit, das ist die Komfortzone, ja, und dieses Ding zu verlassen, ohne zu wissen, was passiert, selbst wenn die Leute Angespartes haben und wüssten, ich könnte damit ein, zwei Jahre diese Angst, was denken andere und die Nachbarn und die Eltern und ich selber und kann ich das und was ist, wenn ich zurückkomme und ich habe alles verloren und diese Ängste, die spiralen, ohne diesen Vergleichswert zu haben, so okay. Und das machst du jetzt. Bei mir war es so, es hat sich wiederholt, jedes Jahr aufs Neue. Und ich habe mir wieder die Fragen gestellt und dann täglich grüßt das Murmeltier. Im Januar war wieder die gleiche Situation. Dann irgendwann so, okay, time passes. Ja, und wenn du noch zweimal die Augen zumachst und wieder auf, sind 10 Jahre vorbei, dann bist du 40, 50 und irgendwann ist Leben durch. So dieses, für mich hat geholfen, diesen Perspective-Shift zu sagen, so, okay, time is running out. So, du hast jetzt diese Chance, dieses Leben zu leben. Wann, wenn nicht jetzt? Und für mich war es irgendwann der Moment, einfach dieses Wagnis zu tätigen und zu springen. Einfach ein, what's the worst that can happen? Und für mich war das eine hilfreiche Frage, zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das war, ich bin wieder in dem gleichen Job wie davor, der mir nicht 100% Spaß macht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich in Anführungszeichen verliere ein Jahr, in dem ich nicht verdiene, aber habe eine mega geile Zeit, weil ich mich selber finden kann. So, das war mein Worst Case. Und die Frage hat mir unglaublich geholfen dabei, diesen Schritt zu wagen. Dann hast du das gemacht für dich und 2 Jahre Pause mit den Rücklagen, hast dich mit dir beschäftigt, selber die großen Fragen des Lebens gestellt und dann sind ein paar Dinge passiert und du hast dann beschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Und das ist jetzt spannend, weil es ist nicht das, was man jetzt erwartet, so typisches Tech-Unternehmen, sondern du hast Spiele designt. Du hast eine Spiele-Company hochgezogen. Kannst du dazu mal einen Satz sagen, wieso es Spiele waren, und zwar Brettspiele, also so klassische Board Games oder Kartenspiele, Spiele, wie es dazu kam, was war der Impuls dahinter? Also ich möchte vielleicht noch kurz eingehen, einen Schritt zurück, auch auf diese Thematik, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also kann ich sehr, sehr gut relaten. Also das war auch dann für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, was kann mir denn passieren? Also diese ganzen Ängste waren natürlich da, okay, was sollen andere denken? Jetzt habe ich hier irgendwie 14 volle Gehälter und Gleitzeit und diese ganzen Gadgets, ja, die sich dann so eine Company auf die Fahne schreibt. Aber ich war natürlich nicht happy gewesen. Und die Sache, was ist das Schlimmste, was passieren konnte, war für mich, okay, ich rutsche in Hartz IV ab, ich habe immer noch ein Dach über den Kopf, ja, ich habe immer noch Internet. Und habe noch was zu essen und ich kann tun, was ich möchte. Und dann dachte ich mir, hey, so, wenn das das Allerschlimmste ist, was passieren kann, ja, dann ist das doch gar nicht so schlimm gewesen. Und das hat, glaube ich, auch gewissermaßen dazu beigetragen, diesen Schritt dann zu gehen, zu sagen, hey, wenn ich dann einfach drauf losgehe, irgendwas wird sich schon ergeben. Und selbst wenn nicht, ja, ich kann jederzeit zurück, dann habe ich die Erfahrung gemacht und dann weiß ich zumindest, okay, das war es nicht gewesen, ne? Und ja, zu deiner Frage, wie kam es dazu, dass ich einen Spieleverlag gegründet habe? Also nochmal für auch die Reisenden unter euch, die ins Unternehmertum starten. Da gab es nur ein paar Zwischensteps. Ja, also ich habe erst angefangen, noch Bücher zu schreiben und so die ersten Freelance-Sachen nebenbei gemacht. Und so kam eben eins zum anderen, wo es dann ein paar Jahre später eben dann losging. Und der Spieleverlag, der ist daraus entstanden, zu sagen, ich wollte einfach mal ein Kartenspiel entwickeln, ja. Also ich hatte meine Visionsliste geschrieben, meine Traumliste geschrieben mit vielen Ideen und eine Sache, die da drauf stand, war, ich möchte mal ein Kartenspiel entwickeln. Und dann habe ich das einfach nebenbei gemacht. Zu der Zeit hatte ich dann schon ein paar Nebenprojekte und habe auch ja, Zielplaner entwickelt gehabt. Und ne, ich war sehr, sehr tief drin gewesen im ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und ja, hab unglaublich viel gelesen. Also wie so ein Schwamm, der alles aufsaugen wollte, um ja zu erfahren, so was, worum geht's für mich? Was möchte ich überhaupt, ja? Und dann ging es da los und immer wieder dieses Experimentieren, neue Dinge ausprobieren. Ja, also es war dann so ein festes Prinzip auch für mich geworden, einfach
eine Idee kam, ich habe was gelesen, was gehört, was gesehen und uns einfach mal ausprobieren. Und so habe ich dann auch einfach gesagt, hey, auch das probiere ich einfach mal aus. Und ja, so wurde das erste Kartenspiel entwickelt und richtiger Zeitpunkt. Wir waren früh genug immer auf dem Markt gewesen, dass ich das Produkt auch sofort ein paar Mal am Tag verkauft hat. Und ich habe gesehen, hey, das funktioniert, daraus kann ich auch ein Unternehmen machen, ja. Das heißt aber, der Ursprungsgedanke bei der Unternehmensgründung war, du bist der Freude gefolgt, dem, was dir Spaß gemacht hat. Das war sogar auf deiner Traumliste und es war jetzt nicht, wie man oftmals hört, so dieses, okay, ich muss ein Produkt finden, das mir möglichst viel Umsatz bringt und schnellstmöglich verkaufbar ist, sondern das kam aus, ich möchte das schon lange, wollte ich das tun, ich tue das jetzt einfach mal, oh, es funktioniert spannend, ich glaube, ich mache mehr davon. Das war mehr so der Approach. Absolut. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, der auf der Reise ist und Interesse hat zu sagen, hey, wo soll ich denn starten? Was soll ich denn machen? Tu, was du liebst. Geh der Freude nach. Also alles, was ich gestartet habe, alle Projekte sind aus der Freude heraus entstanden. Und das hat am Ende, glaube ich, auch zu dem großen Erfolg geführt, weil ich ja morgens aus der Freude heraus gestartet bin, wenn es Probleme gab, Herausforderungen. Dann konnte ich weitermachen und konnte mich dem stellen und habe nicht sofort aufgehört beim ersten Mal, wo ich hingefallen bin. Ne? Und ne, wie ich vorhin auch schon meinte, ich habe viel gelesen und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und über das Schreiben kam irgendwann die Möglichkeit, die Opportunity, ein Buch zu schreiben. So, hätte ich nicht irgendwie angefangen zu lesen, zu schreiben, wäre diese Option nicht da gewesen. Und hätte ich das Buch nicht geschrieben, hätte ich nicht angefangen, die Zielplaner zu entwickeln. Hätte ich die Planer nicht entwickelt, hätte ich nicht schon mal Grundlagen gehabt, wie irgendwie Unternehmertum funktioniert oder wie man ein E-Commerce-Unternehmen aufbaut. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, was wir schon gelernt haben auf unserer Reise, die Fähigkeit, die wir besitzen und vielleicht auch da einfach mal sich mal hinzusetzen und zu sagen, was sind eigentlich meine Stärken? Was kann ich besonders gut? Wo kommen Menschen auf mich zu und fragen mich und sagen, hey, ich will dich mal um Rat fragen. Und eine schöne Übung auch dazu ist einfach mal in seinem Umfeld 5 bis 10 Freunden mal eine Mail zu schicken oder eine WhatsApp-Nachricht, um zu sagen, so, hey, so, was zeichnet mich aus? Was glaubst du, ist meine größte Stärke? Und das mal wieder bewusst zu machen und darauf aufbauen. Also ich glaube, wir sollten unsere Stärken stärken und ja, und nicht so sehr auf unsere Schwächen eingehen, weil die haben wir alle, da können wir die ganze Nacht drüber sprechen, ja, die sind vorhanden und die werden auch immer vorhanden sein. Ja, aber es ist ganz gut, so ein bisschen auszugleichen, aber der Erfolg, der basiert auf den Stärken und das und darauf aufzubauen. Und ja, ich bin ein Spieler. Ich liebe das Spielen, seit ich ein kleines Kind bin. Ja, das bereitet mir Freude. Ich bin auch immer früh auf riesige Events gefahren und durch ganz Europa, um zu spielen. Hier Magic the Gathering, wer es zum Beispiel kennt, ja, Riesenfan. Und mein Leben lang, damals schon mit meinem Daddy mit 10 Jahren auf Skat-Turniere gefahren. Ja, so, das ist meine Welt. Ich liebe das. Früher Videospiele und das ist meine Welt. Und da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, aus dieser Freude heraus konnte ich so diesen Deep Dive da richtig eintauchen und diese Begeisterung, ja, die ich da mitgebracht habe, ja. Die Gespräche mit dir heute und gestern auch, die haben mich auch noch mal so ein bisschen nach hinten schauen lassen auf meine eigene Reise, die letzten paar Jahre jetzt auch, und dann mich erinnert, okay, ist ja noch nicht so lange her, echt ein paar Jahre erst, wo ich noch im Büro saß und mir dachte, was soll ich machen? So, that's not it, aber was ist es? Und ich mir dann wieder klargemacht habe, so, ja, Mann, dieser Moment ist noch nicht so lange her, wo ich keinen Plan hatte und nur wusste, fuck, ich steck fest. Was jetzt, Mann? Und dann der Sprung und was sich dann alles ergeben hat und dann fast forward 2,5 Jahre in Peru, Ayahuasca und diese Sachen, das hat sich alles so organisch ergeben, aber ich bin da komplett auch diesem Vertrauen gefolgt und nachher der Freude. Das, was ich jetzt mache, wie wir uns kennengelernt haben, wo ich jetzt gleich drauf eingehen werde, alles, was wir bei Essentia jetzt aufbauen, was wir den Leuten auch anbieten können, das kommt alles aus dieser inneren Überzeugung von, das ist das, was ich machen möchte. Das ist auch das, was ich machen würde, wenn ich dafür nicht entlohnt werden würde, würde ich trotzdem genau das tun. Und das ist, glaube ich, ein super, super Indikator für, du folgst gerade der Freude. Ja, du würdest es so oder so machen wollen. Und mal ehrlich, dieser Weg des selbstständigen Unternehmers, wie auch immer, der ist nicht immer
Gras ist grün, da sind viele Stolpersteine mit dabei, das sind viele Challenges, die man nimmt. Das ist eine großartige Schule. Aber wenn du da nicht irgendwas aussuchst, wo du richtig, richtig Spaß bei hast oder zumindest langfristig genug Spaß drin sehen kannst, wird es sehr, sehr, sehr anstrengend, ja, für sehr viele. Deswegen kann ich das 100% bestätigen und war nochmal ein schöner Reminder für mich, auch zu wissen, so, ja, der Unterschied von ich tue etwas, weil ich es tun muss, um Geld zu verdienen, hin zu ich tue etwas, weil ich es liebe und der Freude folge, ist also unbeschreiblich, dieser Switch. Ja. Plötzlich spielt das Geld so eine nebensächliche Rolle, weil du so mit so einer Sicherheit die Dinge tust, die du eh tust und weißt du, es wird eh zu einem Erfolg führen, ja, weil es gar nicht anders geht, wenn du der Freude folgst und genügend der Mehrwert lieferst. Aber jetzt ist es so, du hast dann die Chance, dein Unternehmen hochzuziehen, du bist ein Spieler, ein Gamer, hast es dann groß gemacht, vor Anfang des Jahres dann auch erfolgreich verkauft. Da gab es eine Entscheidung von dir zu sagen, nee, ich will das jetzt nicht weitermachen, sondern ich bin an den Punkt gekommen, wo ich dieses Spiel gespielt habe, Spiel erledigt habe, ist Zeit für was Nächstes. Was war für dich der Beweggrund zu sagen, ich steige jetzt aus und mache das Unternehmen nicht größer, sondern es geht jetzt in die nächste Phase bei mir. Was war so ein bisschen der Gedanke dahinter? Ich glaube, der Kern, und auch da habe ich wieder den Ruf verspürt, den ich ein paar Jahre zuvor auch verspürt habe, wo ich gemerkt habe, es ist genug. Es ist genug. So. Es ist genug auf allen Ebenen. Also ich habe einen sehr hohen Wert auf Lernen, auf Entwicklung und es bereitet mir Freude. Und mein Ziel war von Anfang an gewesen, mich selbst arbeitslos, ja, wenn man das so sagen kann, oder überflüssig in der Company zu machen, zu sagen, die Firma darf auch ohne mich funktionieren. Ja, also ich kann arbeiten, aber ich brauche nicht arbeiten. Und auch da, es gibt so Orakel von Delphi, steht der Spruch drüber, erkenne dich selbst in dir selbst. Und ich habe gemerkt, auf meiner Reise des Unternehmertums, ich bin nicht der geborene Manager. Ich bin der Visionär, der Stratege. Ich liebe es, Konzepte zu entwerfen und jetzt auch mehr und mehr in die Mentoring-Rolle überzugehen und anderen Unternehmern zu helfen. Und das bereitet mir Riesenfreude. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so, ja, es ist genug. Also es bedarf nicht mehr und jetzt wieder das nächste zu starten. Ich glaube, das war im Endeffekt der Kern gewesen und auch hier wieder, was war die Alternative? Ja, also was ist wieder der nächste Schritt gewesen? Und ja, es ist auch da wieder, ne, es wiederholt sich, ja, es wiederholt sich und auch da wusste ich nicht, ja, okay, jetzt stehe ich an dem Punkt, also was ein Privileg, also das ist ja immer noch was ich nach wie vor noch nicht ganz realisiert habe. Ich habe jetzt absolute Freiheit, also zumindest mal im Außen, ja, absolute Freiheit. Ich kann dort leben, wo ich möchte, ich kann das tun, was ich möchte, mit wem und ja, habe auch wundervolles Netzwerk mit so tollen, großartigen Menschen, die ich sehr schätze und die ich liebe. Das ist ja auch wundervoll, was auf dieser Reise alles entstanden ist und jetzt dieses Privileg, alle Freiheit zu haben, diesen Berg erklommen zu haben und oben zu stehen und ich meine, wir wissen das alle, da oben gibt es nichts zu entdecken, ja, so, ja, wir steigen alle den Berg hoch und denken so, ja, dann habe ich es geschafft, so, dann, ne, also das war mir auch vorher bewusst, aber ich glaube, ich muss das einmal wirklich gesehen haben, einmal hin mit den Vorhang zu gucken, ist da wirklich nichts, ne, und ja, da oben ist niemand, da gibt es nichts zu entdecken und ja, es ändert sich nichts, ja, also alle Probleme, Herausforderungen, die im Leben da sind, die sind genauso da, ja, die verschwinden nicht plötzlich und man ist in Ekstase und Happiness, sondern ich glaube, am Ende ist es fall in love with the process, es ist der Weg, ja, es ist der Weg und Liebe auf dem Weg zu haben, ja. Da gibt es nichts zu entdecken da oben, ja, schön. Da stehen ein paar andere rum und gucken sich auch durch die Gegend und erwarten eigentlich, dass jetzt der Glücksblitz sie trifft und alles happy ist plötzlich. Nicht passiert. So gehabt haben, befreit vom Haben müssen. Bei mir war es genauso. Ich musste mal gut Geld verdienen, um dann mehrfach hintereinander zu verstehen, so fuck, das wirklich nicht. So, das wusste ich davor. Ja, intellektuell, aber es muss es erfahren haben, um dann zu checken, fuck, okay, also ich trage meine Themen einfach mit mir, egal wo ich hingehe, deswegen anderes Land, egal wo du hinreist, du nimmst deine Schatten mit und deswegen ist die perfekte Überleitung zu, wie wir uns dann getroffen haben, das war so ziemlich genau um den Zeitraum dann, November letztes Jahr, knapp ein Jahr her, da hast du dich bei mir gemeldet auf Basis von der Podcast-Folge und dann haben wir einen
Gespräch gehabt, da habe ich gesagt direkt, okay, der Mann hat nicht nur was im Kopf, sondern auch im Herz und da kann ich helfen. Und du hattest gefragt, ob wir eine begleitete erste psychedelische Erfahrung machen. Für dich die erste und würdest du es gerne mit mir machen? Und ich habe direkt gemerkt, auf jeden Fall, mit dem Mann super gern und auch in dem Prozess, in dem du gerade stecktest, so kurz vor der Unternehmensveräußerung, okay, was passiert danach? Und ich habe auf dem Weg schon davor mit vielen Unternehmern auch gearbeitet, die entweder schon erfolgreich Firmen hatten, verkauft hatten oder im Prozess sind und habe gesehen, sehr oft gesehen, was mit Menschen nach diesen Reisen passiert. Ja, dieser Shift, der oftmals in Menschen dann passieren darf. Und das ist das einer der wesentlichen Gründe, warum ich es liebe, warum was ich tue, ist zu sehen, wenn plötzlich dieser Fokus von ich war auf einer Reise auf diesen ersten Berg, in deinem Fall in sehr kurzer Zeit diesen Berg erklommen, um dann zu kapieren, das ist nicht der Berg, auf den ich wollte. So, also klar wollte ich anfangs da hoch, jetzt stehe ich da und habe realisiert, oh, es gibt nochmal einen Berg und danach wieder einen Berg und der ist höher, aber es ist ein ganz anderer Berg, als auf dem ich jetzt stehe. Und die Reise auf diesen zweiten Berg ist die Reise, die nach innen geht. Und es ist dann sehr oft der Switch, der passiert. Diese Erkenntnis von, oh, davor war sehr viel im Außen liegend. Ziele, Measures, Metrics und ich will da hochkommen und das kann ich, dieses System kann ich hacken. Es gibt Tools, es gibt Methoden, es gibt Grundvoraussetzungen, es gibt physikalische Gesetze, Geldgesetze. Wenn ich die befolge, dann kann jeder auf diesen Berg kommen. So, mit genügend Fleiß und Aufwand ist es möglich, diesen Berg zu erklimmen. Es gibt ein System, man kann das befolgen. Bei der anderen Reise ist es mehr wie eine Kunst, ja, weil wir alle einen selber individuellen Blueprint vom Leben haben. Jeder ist anders konzipiert, hat eine eigene Lebensgeschichte, die er mitbringt. Ganz persönliche, individuelle Themen. Und für jeden bedeutet es was anderes, Zufriedenheit und Glück zu empfinden. Und das herauszubekommen für sich selber, das ist diese magische Arbeit, die da dahinter steckt. Und es ist keine, wir ziehen die durch einen Kamm und für jeden das Gleiche. Es ist wirklich eine Art, ja, es ist eine Kunst, da mit sich selber auf diese Reise gehen zu dürfen. Und du hast dich gemeldet und wolltest diese Erfahrung haben. Wir haben uns getroffen, es gab die Begleitung und vielleicht das als Einstieg, weil du warst dann ungefähr ein halbes Jahr später auch Teilnehmer von unserem Gruppenretreat, aber vielleicht damit mal beginnend, was ist so dir noch hängen geblieben, was du jetzt noch spürst, zu sagen, das war das Größte, was in dieser ersten Erfahrung für dich passiert ist, weil davor gab es keinerlei Bezug für dich mit diesen Substanzen. Ich nenne die gerne Technologien, vielleicht hast du einen anderen Begriff dafür, aber was du dir vielleicht so ein bisschen erhofft, erwartet hast, deine Intention und was dann tatsächlich passiert ist bei der Erfahrung. Ich möchte auch hier nochmal kurz ausholen, bevor ich auf die Frage eingehe. Also erstmal, ja, vielen Dank auch. Und ich hatte ja mit dir das Gespräch gebucht und in den ersten 2 Minuten wusste ich, wow, so, also was eine, also die Verbindung ist da. Ich wusste irgendwie, du bist der Richtige dafür, Vertrauen ist da und ich habe es einfach gespürt und gefühlt. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und wertvoll, ja, dass wir uns da fallen lassen können und dass wir einfach merken, so, hey, hier ist jemand, der hat Erfahrung damit und ich kann loslassen. Ja, die Situation war natürlich für mich gewesen oder worauf das Ganze halt auch im Ursprung auch entstanden ist, zu sagen, okay, jetzt irgendwie Company verkauft und es gibt so vier Bereiche auch für die Entwicklung. Das erste ist den Lifestyle erhöhen, das zweite ist eben mehr Tiefe zu erreichen, das dritte ist mehr im Bereich Give Back und das vierte ist eine neue Fähigkeit erlernen. Und für mich war ganz klar, was ich gespürt habe, einfach diese Tiefe zu merken, so hey, da sind noch Türen in mir drin, da habe ich noch nicht den Zugang zu. Ich merke, die sind da und das wollte ich tiefer forschen. Und da kam ich auch mit Coaching nicht mehr weiter. Also ich habe vorher immer viel Coaching gemacht und das kam an seine Grenzen ran und wollte über den Tellerrand hinausblicken. Und ja, ich war super, super dankbar einfach gewesen und dachte so, wow, endlich ist es soweit. Und hab mich sehr auf die Erfahrung gefreut und ja, extrem vorbereitet, ja, wie das halt eben so bei mir der Fall ist und zu gucken, was ist meine Intention, warum mache ich das überhaupt und was ist der Outcome und was ist mir da wichtig? Ja, und dann durfte ich eine ganz wundervolle, wundervolle Erfahrung machen und durfte 4 Stunden in Liebe baden und das hat einfach mein Herz geöffnet und einfach mich vom Kopf ins Herz gebracht. Einfach
spüren, fühlen und das war neu für mich. So, das kannte ich nicht mehr, ja. So, also das einfach mal wieder, also das mal zu erleben oder vielleicht sogar auch fürs erste Mal in meinem Leben auf diese Art und Weise, das war magisch, das war was ganz Besonderes und das zähle ich heute noch von. Und es war einfach so ein Door-Opener für diese Reise der inneren Freiheit. Wir haben vorhin drüber gesprochen, okay, die äußere Freiheit, alles klar, aber die innere Freiheit, ja, so her meiner selbst zu sein, also Gefühle, Gedanken in dieses Peaceful Mind, in den Body einzutauchen und das zu spüren, ja, wundervoll. Also das ist nicht in Worte zu fassen, weil es da nicht mehr um Verstand geht. Also ich war einfach komplett raus aus meinem Verstand. Ich war nur im Körper, im Fühlen. Und das, ja, es ist nicht in Worte zu fassen. Also ich versuch's, aber ja, es ist nicht in Worte zu fassen. Ja, also eine unglaubliche, wertvolle Erfahrung, für die ich sehr, 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 sehr dankbar bin. Ja, die Reise vom Kopf zum Herz, die hören wir öfter. Das ist genau die Potenz dahinter, die ich oft sehe. Und ich hatte es vorhin gesagt, für mich warst du im Erstgespräch direkt klar, okay, da kommt ein Architekten-Mastermind, der sehr viel verstanden hat, wahrscheinlich zu viel verstanden hat, und sein Verstand so messerscharf ist, eins seiner größten Geschenke, das ihm ermöglicht hat, in so kürzester Zeit so erfolgreich zu sein und auf dieses Level zu kommen, auf dem er steckt, in so jungen Jahren. Bei dieser Art von Arbeit wird ihm sein Verstand nicht helfen. Und das ist oft das, was ich bei Menschen sehe, die sehr kopflastig unterwegs sind, auch bei den Retreats später, ist es so, dieses Verständnis von, mein Kopf hat mich vielleicht hierher gebracht, wir haben jetzt noch gar nicht über mentale, gesundheitliche Probleme und andere Themen gesprochen, die so mehr in diese Leidenskategorie mit reinfallen, dieses der Verstand, der oftmals dazu führt, dass wir uns von unserem Körper entfernt haben, nicht mehr im Körper präsent genug sind, nicht mehr spüren, das Spüren, das Fühlen der Emotionen verlernt haben, meistens aus Schutzmechanismen geboren, die uns damals, oftmals in der Kindheit, sehr wohl gut getan haben, uns zu beschützen vor diesen äußeren Einflüssen. Aber wenn wir das verlernt haben über so langen Zeitraum, irgendwann der Körper sich rückmeldet und sagt, stopp, irgendwas passt ja nicht. Und wir dann erinnert werden oftmals an, oh, ich bin schon sehr lange nicht mehr in meinem Körper gewesen. Durch so eine Erfahrung ist es oft, wie du es gerade beschrieben hast, weil für Menschen zum ersten Mal in so einer kurzen, intensiven Zeit möglich, und es ist kaum vorstellbar für jemanden, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, das zu vergleichen mit anderen Methoden. Ja, ich nenne das deswegen auch, Psychedelika sind für mich wie so ein Rocket Booster, ja, die dich einfach mal so präsent in diesen Moment reinbringen und in dieses Gefühl mit dir und mit was auch immer noch herrscht da um dich herum, dass es oftmals die Leute während den Sitzungen oft auch nur in Staunen bleiben. Ja? Die Worte, die oft gefehlt werden, die sind oft sehr kurz und sehr laut. Oftmals einfach, wow, was passiert hier? Das Gefühl, mit sich selbst verbunden zu sein, zum ersten Mal das Gespür zu haben von, ich bin mit mir und meinem Körper, meinem Innenleben verbunden, um dann zu erkennen, wow, wie lange war ich das noch nicht oder schon nicht mehr? Und wie viel hat mir da sozusagen gefehlt an Verbundenheit mit mir selbst? Und der Podcast heißt nicht ohne Grundreise zu dir selbst. Das ist genau dieser Switch, der dann passiert. Menschen, die zum ersten Mal dann erfahren, oh wow, da gibt es noch ein Element an Verbindung in mir selbst, das ich noch gar nicht kannte. Wenn das passiert ist, dann ist es wie so ein Schalter, das ist ja gleich oft mit dem Schalter-Analogie so, dann wird ein Switch umgedreht und diese Verbindung ist da. Die kann dir auch keiner jetzt mehr nehmen. Ich hätte jetzt 2 Wochen später nach der Frau nicht sagen können, Nico, jetzt vergiss mal bitte, was du da gespürt hast. Das nehmen wir mal wieder weg. Sag mal bitte wieder nur im Kopf. Deswegen ist es oft dieser Moment, wo ab dann verstanden wurde, oh wow, die Reise, auf der ich mich jetzt gerne mehr bewegen möchte, ist, mehr mit mir in die Verbindung zu kommen, durch die verschiedenen Möglichkeiten und Tools, die es dann gibt. Jetzt wäre die Frage dazu zu dir. Du bist das geniale Superbrain. Hast du eine Erfahrung gemacht, warst aus dem Verstand ins Herz geführt worden, hast deinen Körper gespürt, innere Kindarbeit gemacht, dich selber besser annehmen können etc. Du bist dann gegangen, wir haben uns verabschiedet und dann bist du in deinen Alltag gegangen, in deine Daily Steps. Und dann sind 6 Monate vergangen bis zum nächsten Gruppenretreat.
Wenn du das zusammenfassen würdest, was ist in diesen 6 Monaten passiert, neben Unternehmensverkauf, aber so mehr auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene, was du ohne diese Erfahrung so nicht gemacht hättest? Worum es für mich ging, ist einfach tiefer in diese innere Welt einzutauchen. Und ja, was natürlich passiert ist, ist eine Menge, weil ich immer gerne viele Dinge ausprobiere. Um den Rahmen da einfach mal zu schaffen, ist, glaube ich, einfach mehr Awareness, eine stärkere Achtsamkeit und ein Bewusstsein für das, was passiert. Meine inneren Muster besser zu erkennen, die Patterns, die da laufen, ja, also zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und diesen Raum auch länger halten zu können und nicht sofort zu reagieren, auch bewusst wahrnehmen und ja, auch die Unruhe aushalten zu können und auch mal damit okay zu sein, dass es gerade nicht okay ist, ja. Und ich habe meine Meditationspraxis stark erhöht, ja. Ich habe angefangen, jeden Tag Herzmeditation, Herzübungen, Atemübungen zu machen und einfach stärker in den Körper reinzuspüren und meinen Körper auch mitzunehmen auf die Reise. Und ich glaube, was jetzt so die nächste Stufe ist, die gerade vor mir steht, ist, ja, zu lernen, wirklich wieder tief zu fühlen. Ja, und damit meine ich nicht mal kurz zu denken, wie ich fühle oder mal vielleicht irgendwie 2 Minuten, wo eine Trauer hochkommt oder mal kurz im Auto zu schreien, weil mal Wut da ist, sondern wirklich, ja, in die Tiefe fühlen und diese Körperarbeit, diese ganzen Spannungen und die im Körper verankert sind. Und das war auf jeden Fall auch eine starke Erkenntnis, die mir vorher gar nicht so bewusst gewesen ist, als ich mich stärker mit dem Thema Traumaarbeit und innere Kindarbeit beschäftigt habe. Diese ganzen, ja, Verspannungen, die im Körper liegen, dass es nichts anderes am Ende ist als eine Emotion, die dahin steckt, die einfach nur gehalten und gefühlt werden möchte, mit Liebe und Mitgefühl und Sanftheit. Und da halt eben nicht dieses Machen, Pushen, mehr, weiter, größer, besser. Das funktioniert da nicht. Das funktioniert da leider nicht, ja, ja. Bist du da ein paar Mal an Grenzen gestoßen, die du gerade so schön skizziert hast, mit dem Lachen verpasst? Deswegen dieses noch mehr, höher, weiter, schneller, pushy geht nicht. Ich nehme da mal ein Beispiel. Diese innere Kinderarbeit und das Verständnis, und wir können es jetzt innere Kinderarbeit nennen, es gibt verschiedenste Modelle. IFS ist ein anderes wunderbares Modell, das mit Anteilen von uns arbeitet. Das heißt, zu verstehen, dass wir verschiedenste Persönlichkeitsanteile in uns tragen und traumatisierte Anteile, die emotionale Verletzungen in sich bergen, um mit denen zu arbeiten, um diese angestaute Energie in Form von Emotionen zu spüren und releasen zu können. Ja, es ist ein körperlicher Prozess der Annahme von dieser Emotion, sodass diese Energie freigesetzt werden kann und sich eben aus dem Körper verabschiedet und wir dadurch entspannter werden, freier werden, lockerer werden etc., mehr in diesen Flow-Zustand kommen und mehr zu Wholeness, mehr zur Ganzheit wieder zurückfinden. Diese Arbeit, und das war vorhin auch schon mal skizziert, mit auf dieser ersten Reise zum ersten Berg sind andere Skills notwendig als auf der zweiten, auf der inneren Arbeitsreise. Hier hilft nicht mehr oftmals dieses Pushen und jetzt fühl doch endlich. Und ich kenne mich sehr gut aus mit dem inneren Kritiker. Das ist ein sehr, sehr prominenter Teilnehmer meiner Lebensgeschichte, dem ich sehr oft leider noch auf den Leim gehe, immer besser damit, der oft den Anschein hat, mir vormachen zu wollen, wenn du jetzt einfach ordentlich richtig Gas gibst, dann wirst du besser im Fühlen. Wenn es nicht mehr im Fühlen klappt, dann bist du halt ein Loser und hast es wieder nicht hingekriegt und dann wird der nächste Negative Cycle getriggert. Und das heißt, das Skillset, das notwendig ist, um wahrhaftig zu fühlen. Ist ja verrückt, dass wir überhaupt darüber reden müssen, dass wir wieder lernen dürfen zu fühlen. Ja, guck dir ein Kind an, hat kein Problem zu fühlen, da wird die ganze Zeit ständig nur gefühlt. Und wenn was nicht passt, wird die Schaufel weggeschmissen und dann wird gelacht, geweint. Da gibt es einfach full-blown Emotions. Und es wird halt irgendwann mal bei uns eingestellt. Und jetzt dürfen wir das wieder erlernen. Aber kurzum die Frage, kannst du dich an Momente erinnern, wo du mit mehr Bewusstsein und Awareness dich dabei ertappt hast, oh, hier gibt es ein neues Skillset, da darf ich noch als Schüler in den Ring gehen und da werde ich gerade ordentlich gechallenged, weil meine alten Programme und Verhaltensweisen hier nicht helfen. Ja, absolut. Also ich bin ein blutiger Anfänger in dem Bereich, erstmal die Grundemotionen zu lernen. Ja, das ging
damit los und zu erkennen, wie fühlt sich das im Körper an, wo sitzt das, ist das kalt, ist das warm, ja, ist das ein Zehren, ist das ein Stechen, ist das ein Klopfen, und auf diese Reise zu gehen und auch da erstmal zu gucken, was sind die Methodiken, die Tools, die für mich funktionieren, weil es wieder auch so ein Riesenspektrum da geht. Ich weiß noch, Thema innere Kind-Meditation, ja, 10, 20, 30 Meditationen ausprobiert, um, ne, und dann zu denken, ja, okay, wenn ich jetzt jeden Tag meine 2 Stunden innere Kind-Meditation mache, dann gebe ich Raum für Gefühle und dann kann ich dann Haken dran setzen. Nee, so funktioniert das leider nicht, ja, so und zu sehen auch, dass das Zeit braucht und Ruhe und Raum und dass da nichts erzwungen werden kann, sondern dass sich die Dinge zeigen, wenn ich da auch bereit bin und mit Sanftheit dem Ganzen zu begegnen. Ja, ist eine spannende Reise, weil ich da, genauso wie ich damals Unternehmertum gelernt habe, wieder ganz am Anfang stehe und lernen darf und einen Zugang zu finden darf, was da mein Weg ist und einfach sehe, dass es Zeit braucht. Also ich bin mittlerweile schon an den Punkt gekommen, wo ich merke, dass das Training hilfreich ist, aber mit den richtigen Dingen und nicht aus dem Aspekt heraus, es muss jetzt was passieren, so Trauer zeigt dich jetzt, dann passiert genau das Gegenteil. Also, sondern es geht darum zu sagen, hey, bewusst in die Natur gehen, in die Ruhe reingehen oder lange Meditationspraxis machen, um dann Ruhe zu haben, dann bewusster darauf zu achten, hey, was zeigt sich, was ist gerade da? Und ja, es ist gerade für mich keine einfache Reise, das kann ich so sagen, aber auch eine sehr spannende und aufregende Reise, die große Geschenke und besondere Erlebnisse mit sich bringt. Jetzt hatten wir vorhin auch mehrfach schon vor dem Gespräch das Wort Inspiration verwendet und in diesem Wortstamm steckt Inspire und Inspirit drin. Wenn ich jetzt mal ein bisschen vorfühle zu der Retreat-Teilnahme, die jetzt im Juli stattfand, vor ungefähr ja, so 6 Wochen, hast du einen Gruppenretreat bei uns mitgemacht. Das war Psilocybin als Psychedelika da in Verwendung. In der Gruppendynamik nochmal eine ganz andere Erfahrung als in der One-on-One-Begleitung. Und Psilocybin würde ich jetzt mal stark mit dem Thema Inspire, mit Spirit assoziieren, weil sehr oft bei hohen Dosierungen, mit denen wir arbeiten, auch mystische Erfahrungen passieren können. Bei dir sind eine Menge Sachen passiert auf diesem Trip und du hast mir gestern oder was erzählt, dass, Zitat, danach habe ich mal ein paar Tage an Gott geglaubt. So. Und dieses Wort Inspiration aus der Reise, die du da geschöpft hast, vielleicht für die Leute da draußen, die da zuhören und so eine Erfahrung noch nicht gemacht haben und sich denken, gut, ich höre da jetzt zu und es gibt da noch anderes außer Geld, aber das ist leicht für den zu sagen, weil der hat es ja schon, aber wenn ich das kapiert habe und ich möchte mich gerne mit mir weiter beschäftigen und heilen und auf diese Reise gehen, warum soll ich das tun? Was ist der Grund? Warum erkläre mir, wieso ich mich diesen Schatten stellen sollte und warum ich mich überhaupt überwinden sollte, mit dieser Angst ins Gefecht zu gehen. Why? Warum soll ich das machen? Es ging ja schon los mit der Entscheidung, meinen 9-to-5-Job zu kündigen. Und ich glaube, dass in dem größten Schmerz das größte Geschenk liegt. Es ist kein einfacher Weg und es wird auch kein einfacher Weg sein. Aber die Erfüllung und die Integration, die Zufriedenheit, welches Wort auch immer da gespürt wird, die Liebe, die Tiefe, die Sinnlichkeit, was dahinter wartet, das ist unbeschreiblich und das ist ja ein fester Bestandteil von unserem Sein. Und ich glaube, wir haben keine andere Option. Weil indem wir Dinge verdrängen und ablehnen und weglegen, wird das Ganze nur stärker. Und im Kern ist das, was ich mit meinen wenigen Jahren des spirituellen Weges erfahren habe und weiß oder glaube und vermute, ist, dass das im Kern der Weg ist, den wir zu gehen haben hier auf der Erde. Und dort einzutauchen, uns zu erkennen, ja,
wer sind wir wirklich? Und mit dieser Erfahrung, die ich machen durfte in dem Gruppenretreat, hat sich für mich auf jeden Fall nochmal eine neue Tür, ein neues Tor geöffnet, wo ich gemerkt habe, wow, das oder die Weltansicht, die ich vorher hatte, die darf ich nochmal überdenken und das kommt jetzt nicht mehr aus einem Glauben heraus, sondern aus einer Erfahrung, wo ich eher ein tiefes Wissen habe, zu spüren, ja, was das für mich bedeutet. Und ich glaube, dass viele Menschen oder auch wenn du da gerade zuhörst und spürst, da ist eine gewisse Sehnsucht, da ist etwas, was dich bewegt und beschäftigt, dann ist es sehr wichtig, dem Ganzen Raum zu geben. Und nicht, es geht nicht darum, eine Lösung zu haben dafür, sondern erstmal Raum zu geben und dir erstmal die Zeit zu geben, dazuzuhören. Und ich glaube, diese 15 Minuten am Tag, 30 Minuten am Tag, abends mal die Hand aufs Herz zu legen, sich mal mit dem Herzen zu verbinden und zu spüren, in den Körper reinzuhorchen. Oder sich auch einfach mal 15 Minuten vor den Spiegel zu setzen und sich mal in die Augen zu schauen und sich mal zu fragen, wer bin ich? Was will ich überhaupt? Und wofür bin ich da? Das ist etwas, was wir alle in uns haben. Und das ist für mich diese Reise, die spirituelle Reise, tiefer nach innen zu schauen, in die Ruhe einzutauchen, in die Stille einzutauchen. Und ich durfte da meine Erfahrungen machen, zu spüren, dass es noch mehr gibt. Und das ist wunderschön. Und auch dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja, jetzt hast du schön den Kreis geschlossen, weil du hast eingangs gesagt, 9 to 5, ist das alles? Gibt es da nicht noch mehr? Das hast du gesagt, durch die Erfahrung hast du erfahren, da ist noch mehr. Und das ist der Unterschied, warum Psychedelika schwer zu vergleichen sind mit anderen Methoden, weil es kein rationales Verständnis ist von, da ist jetzt noch mehr. Weil ich habe es gelesen, das stand da auf einer Broschüre, sondern du hast es erfahren. Du warst Teil dieser Erfahrung, du bist das gewesen. Deswegen ist für dich jetzt keine Möglichkeit mehr da, das nicht als diese neue Wahrnehmung von dir zu betrachten. Es ist passiert. Das heißt, es ist Wissen, das erlebbar gemacht wurde. Und so würde ich das gerne beschreiben immer. Das ist sehr zutreffend aus meiner Sicht. Und ich würde es zu dem Punkt davor von dir vielleicht noch ein bisschen provokanter formulieren und sagen, ob du dich auf diesem Weg befindest oder nicht, ist irrelevant, weil du so oder so durchs Leben gehst und wirst dich eh mit den Dingen konfrontiert finden, die dir das Leben präsentieren möchte. Die Challenges, die Partner, die Partnerin, die nicht klappen, weil es das dritte Mal nicht funktioniert hat, der Vorgesetzte, der Job, der Nachbar, der stirbt oder die Bekannten, die sich verabschieden. Es sind immer Dinge, die uns präsentiert werden, die uns auffordern, mehr in die Akzeptanz zu gehen, mehr ins Verständnis zu gehen von, was sich mir hier gerade offenbart und zeigt. Und ich glaube, die Entscheidung zu treffen, ich nehme mich meiner selbst an und möchte sehr in dem tiefsten, tiefsten Verständnis mit mir selber erfahren, wer ich eigentlich bin, warum ich so tick, wie ich tick, was meine Wünsche, Glaubenssätze sind, meine Ausrichtung, was ich mir vom Leben erhoffe, was ich nicht möchte, sich diesen ganz, ganz tiefen Kernfragen zu stellen. Die meisten Menschen tun das nicht. Und das ist so verrückt, wenn du dir vorstellst, okay, du hast ja ein Leben. Diese wichtigste Frage, was möchtest du vom Leben? Sehr wenige Menschen sich stellen. Und ich denke mir so, das ist die allerwichtigste Frage, die du stellen solltest. Wer bist du und was möchtest du hier? So simpel. Vieles nicht tun. Und bei der Begegnung, gerade wie in so einem Gruppenretreat mit Psilocybin, wenn es sauber aufgesetzt ist und die Dynamik passt etc., man die Möglichkeit bekommt, eben so tief mit sich selber in Verbindung zu gehen, wie man es schlichtweg mit anderen Werkzeugen in so einer kurzen Zeit einfach nicht hinbekommen kann. Und dieses Geschenk dann auch als das zu sehen, mit der, und du hast das richtige Wort erwähnt, mit der passenden Integration danach und den Werkzeugen, die es dann eben dafür gibt, Sinn daraus zu ergeben und dann sukzessive in die Richtung das eigene Leben zu beschreiten, in dem man tatsächlich gehen möchte. Oftmals, wenn sich die Fragen davor noch nicht gestellt wurden, spätestens dann stellt sich die Person diese Fragen, oh Mann, will ich den Job noch? Ist die Beziehung die richtige? Will ich eine Beziehung? Will ich Kinder? Will ich keine? Will ich hier wohnen? Will ich ins Ausland? Will ich reisen? Will ich das? Diese Fragen fangen dann plötzlich an. Und es ist so schön für mich zu sehen, in jeglicher Begleitung mit Menschen, auch bei den Gruppenretreats,
diesen Shift in den Menschen zu sehen. Das ist der schönste Moment für mich, zu sehen und zu erfahren, dass Menschen, die davor so sehr an sich gezweifelt haben, oftmals komplettes Leben hinterfragt haben, sich selber hinterfragt haben und dann den Moment erfahren durften, wo sie sich selber begegnet sind und diese Liebe in sich selber für sich gespürt haben. Und aus dieser Begegnung heraus der Rest geschieht. Das ist aber mehr ein von innen heraus sich entwickelndes, ganz organisches Verhalten, das sich dann ergibt, anstatt von, oh, es wird mir gesagt, ich bin jetzt hier bei einem Retreat und dann danach muss ich das machen und dann das und 4 Monaten später dann das. Die Menschen, die diese Verbindung zu sich dort spüren, die werden danach von innen heraus geleitet, auf diesen eigenen Weg mehr zu gehen. Dann kommt es wieder zurück zu, wie viel Mut wird aufgebracht, um diese Schritte dann auch nachher zu gehen. Aber dieses Geschenk, das darin liegt, ist sehr oft damit verbunden. Verbindung mit sich selber und dann den Weg für sich selber zu gehen, den man eben geben möchte. Ich möchte da nochmal vielleicht ein paar Sachen ergänzen, die mir gerade gekommen sind, als du das gesagt hast. Das fühlt sich, glaube ich, jetzt auch für den einen oder anderen so leicht an. Und jetzt in der Situation zu sein, wo ich stehe, mit dem Privileg, aber mir ist das nochmal bewusst geworden. Ich habe in den frühen Jahren viel Podcast gehört und zugehört und das war immer so weit entfernt. Aber bei mir ist es ja anders. Ich habe ja solch große Ängste und bei mir ist mein Leben so kompliziert und so schwierig. Und ich kann nur sagen, ich war da gewesen. Ich war da gewesen und ich weiß, wie viel Leid und das beinhaltet, überhaupt zu überleben im Day-to-Day mit den ganzen Ängsten, mit den ganzen Zweifeln, mit den ganzen Problemen und Herausforderungen, wo ja wir vielleicht auch mal so oder so uns selbst entfremdet haben. Und ich möchte einfach dir dann nochmal auf den Weg mitgeben, Schritt für Schritt, mit Sanftheit, liebevoll, einen Schritt nach dem nächsten. Ich habe, als ich angefangen habe, damals zu lesen, eine Seite am Tag gelesen und das habe ich dann über 14, 15 Tage gemacht und dann kamen auf einmal 3 Seiten, 5 Seiten und so hat sich das entwickelt. Und ich glaube, dass wir uns da die Erlaubnis geben dürfen zu sagen, was ist die eine Sache, was ist der eine Schritt, den ich heute tun kann und da in deinem eigenen Tempo zu gehen und da auf dich und dein Gefühl zu hören und zu spüren, was fühlst du da gerade? Und wenn da gerade viel Widerstand ist und Resistance zu sagen, oh, das ist alles zu viel und dann genau darauf zu hören und aber zu schauen, wie kann ich heute auch eine Sache schon mal für mich selber tun und dich selbst einfach mal in den Mittelpunkt stellen und zu sagen, hey, ich erlaube mir das einfach mal heute mal 5 Minuten Zeit bewusst mit mir selbst zu verbringen, ja, oder mal 10 Minuten eine geführte Meditation zu machen oder eine Atemübung oder einen Spaziergang mal durchzuatmen. Das sind diese Kleinigkeiten, die diesen Stein dieser Lawine ins Rollen bringen, ja, und dann halt eben langfristig gedacht. Wir haben vorhin noch gesprochen, Alex sagte das so schön, wir unterschätzen, was wir irgendwie in 5 Jahren erreichen können und überschätzen, was wir irgendwie in einer Woche erreicht bekommen, ja, und da möchte ich vielleicht auch dir nochmal ein bisschen Mut auf den Weg geben, zu sagen, das war eine Reise gewesen, dorthin zu kommen. Und es ist also auch wieder eine Reise. Und es hat andere Herausforderungen, andere Schwierigkeiten. Aber da einfach den Mut zu fassen, vielleicht heute mit zu starten, den ersten Schritt zu gehen und such dir die Leute, such dir das Umfeld, verbinde dich mit Menschen, denen du vertrauen kannst, die du gern hast, öffne dich und ja, nimm dir vor allem viel Zeit für dich selbst, soweit es möglich ist und Schritt für Schritt. Du hattest gemeint, du warst bekennender Persönlichkeitsentwicklungs-Junkie. Viele fangen so an, auch so ähnliches Alter wie bei mir, so Anfang 20er, dann hat das begonnen, hat man sich so die typische Literatur reingelesen und die ganzen Life-Hacks etc. und Habits und Mindset und mit Coaching auch angefangen etc. Und viele Leute, die auch zuhören, die beschäftigen sich schon mit sich selber, sonst würden sie hier auch nicht zuhören. Die Frage an dich: Du kennst dich aus mit Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt hast du diese Art von Arbeit kennengelernt. Ich sag mal Substanzarbeit oder substanzunterstützte Therapiearbeit, je nachdem, wie man es benennen möchte. Wie würdest du den Unterschied beschreiben für jemanden, der Persönlichkeitsentwicklung gewohnt ist und mit einem Mindset vielleicht auch wie du damals in Persönlichkeitsentwicklung reingegangen ist, mit dem klaren Ziel, um besser zu werden, sich zu optimieren, auch ein erfüllteres Leben vielleicht zu führen, verglichen mit dieser Art von Arbeit? Ich bin überzeugt, dass die Arbeit mit den Substanzen auf jeden Fall ein starker Booster ist, da einmal tief einzutauchen. Und für mich war es auf jeden Fall, ja, gerade mit der One-on-One-Session so gewesen, dass ich
danach ganz, ganz, also wusste, warum ich in Integration gehe und einfach auch einen stärkeren Grund hatte, jeden Tag meine Übung zu machen, in mein Herz reinzufühlen und zu sehen, hey, diesen State, den will ich auch im Alltag erleben und dafür lohnt es sich, den Weg zu gehen. Und ich glaube, einfach mal dieses Bild zu sehen und sich da mal ehrlich zu begegnen und in die Tiefe einzutauchen, kann einfach diese Türen zu öffnen, wenn man sagt, man ist bereit, den Weg auch zu gehen. Also es ist nicht so, dass das die Wunderpille ist, sondern die Integration geschieht danach. Und ich glaube, es ist am Ende, besteht aus beiden Aspekten, aber es kann natürlich helfen, mal die Vision gesehen zu haben, mal einzutauchen und da mal das zu spüren, zu fühlen und es einfach ein Opener ist, wo so direkt ich den Zugang vielleicht erst Jahre später gefunden hätte, weil das eine ganz andere Form und andere Tiefe ist. Also es ist wirklich nicht zu beschreiben, weil hier hört der Verstand auf. Es geht ums Fühlen. Und für dieses Fühlen, das lässt sich schwer in Worte fassen. Ja, das geht ums Erleben, ums Erfahren. Ja. Korrekt. Sehr viele Menschen sind extrem gekonnt darin, sich Gefühle zu erdenken. Das ist was komplett anderes, wie wir gerade von dir auch gehört haben. Mich würde noch an der Stelle zum Ende hin tatsächlich interessieren, du aus Unternehmersicht und vielleicht auch aus deinem Umfeld, wenn du an Leute denkst, die du so kennst, die Sichtweise auf Psychedelika, Drogen, böses Wort in Deutschland, Psychedelika und diese Substanzen, Psilocybin, LSD, MDMA, Mescalin, diese ganzen Substanzen. Hat sich dein Bild darauf, seitdem wir diese Arbeit zusammen gemacht haben, verändert? Wie war es davor? Und wie siehst du in deinem Umfeld und ich sag mal speziell auf den deutschen Markt bezogen, die Wahrnehmung der meisten Menschen noch zu diesen Substanzen? Vielleicht mit dem Hintergrund, ich meine, viele, die hier zuhören, die wissen, dass es um diese Substanzen geht, aber da gibt es schon noch eine Menge Leute draußen, die sehr hohen Respekt davor haben, weil eben Geschichten kursieren aus früheren Zeiten etc. Vielleicht war das bei dir auch ein Thema und das hat sich verändert. Kannst du da einfach frei raus sprechen, wie deine Wahrnehmung ist, wie die meisten Menschen das betrachten und vielleicht hast du eine Hilfestellung, um das anders betrachten zu können. Ich glaube, dass ein gesunder Respekt bei vielen Sachen gut ist, weil es wichtig ist, sich mit den Dingen zu beschäftigen und nicht einfach das willkürlich zu machen. Und ich glaube, was ich erlebt habe, diese Liebe und dieses Umfeld, therapeutisch das Ganze zu gestalten, das ist eine ganz andere Möglichkeit, als irgendwie mit Freunden mal einen Joint zu rauchen und oder einen Wochenendtrip zu machen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit, ja, die mir da eröffnet worden ist, dass die ganz, ganz vielen Menschen auch helfen kann. Und ich habe gemerkt auch, dass es gewissermaßen schade ist, dass gewisse Substanzen in eine Richtung gestellt werden, ohne auch diesen Nutzen darin zu sehen. Ich finde, wenn der Nutzen da ist, sollten wir auf jeden Fall diese Sachen stärker erforschen und gucken, wie wir möglichst vielen Menschen damit helfen können, die Herausforderungen und Struggles in ihrem Leben haben. Und ich sehe darin auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, vielen Menschen da einfach auf der persönlichen Reise weiterzuhelfen. Jetzt weißt du, warum wir das tun, was wir tun. Die Idee ist geboren worden, alles hier bei Essentia aufzuziehen aus dem eigenen Pain, aus dem eigenen Suchen nach einer Möglichkeit, diese Landkarte in mir drin, die so verdeckt war, besser zu verstehen und zu kapieren, warum ich mich nicht so fühle, wie ich mich eigentlich fühlen möchte. Und über diese Werkzeuge gestolpert zu sein, in dem richtigen Einsatzzweck und Kontext verwendet und genutzt, hat sich für mich das komplette Bild verändert. Und deswegen sind wir gerade noch an dem Punkt, das wird sich die nächsten Jahre stark ändern, aber dieses Stigma herrscht einfach noch stark, bezogen auf diese Substanzen. Die Kategorisierung grundsätzlich in Drogen hilft dabei nicht. Deswegen ist es für mich so wichtig, Gespräche wie mit dir jetzt heute geführt zu haben, wo Menschen einfach aus dem Day-to-Day erzählen, ja, so du und ich, der Nico an der Straße, ja, ist auch ein normaler Typ und hat seine Themen und ist seinen Weg gegangen und hat dann auch den Zugang zu dieser Arbeit gefunden und spricht aus dem Herzen einfach seine Erfahrung. Und Menschen, die sich damit verbunden fühlen und
den Zugang dazu erkennen, können sagen, alright, nice, das nehme ich jetzt vielleicht und schaue tatsächlich tiefer mal rein, außer mich jetzt mit 30 Folgen und ich höre Podcasts etc., aber ich mache jetzt meine eigene Recherche und ich möchte bewusst mich mal damit beschäftigen, an den Punkt zu kommen, wo ich mich entscheiden kann, will ich das tun oder will ich das nicht. Und es wird, wir merken das auch gerade bei uns, die Nachfragen steigen, die Menschen wachen immer mehr auf und die suchen nach alternativen Antworten auf ihre Themen. Und ich kann da nur von meiner eigenen persönlichen Erfahrung immer und immer wieder sprechen und sagen, diese fetten Fragezeichen, die ich davor hatte, wo ich auch nicht wusste, wen ich fragen sollte oder in welchem Buch die Antworten stehen, weil die alle so individuell persönlich waren, die konnte mir auch kein Mensch beantworten. Und damals habe ich noch nicht an höhere Kräfte geglaubt, deswegen war das so, who the hell should tell me this? Und zu verstehen, dass durch diese Substanzen die Antworten aus einem herauskommen. Weshalb diese Arbeit, so wie du es vorhin schön beschrieben hast, gleichzusetzen ist mit einem erlebten Wissen. Ja, es ist eine Erfahrung, die von innen heraus uns diese Antworten schenkt. Und das kann man nicht ersetzen oder vergleichen mit irgendeiner anderen Methode, die mir bisher über den Weg gelaufen ist, weil wir schon die Antworten in uns tragen. Wir haben die ganzen Dinge schon bereits in uns und die Antworten werden uns präsentiert, wenn wir bereit dafür sind. Ja, so, der Lehrer taucht auf, wenn der Schüler bereit ist. Und in dem Fall, jeder, der das hört und dieses Calling verspürt oder diese Sehnsucht nach Antwort auf diese Fragen, von mir auch die Ermutigung, sich mit der Recherche zu beschäftigen, mit den Daten, die es da draußen gibt. Ja, Research gibt es ohne Ende dazu, um sich selber ein Bild davon zu machen und um dann eine Entscheidung zu treffen, möchte ich das. Und dann mit dem richtigen Screening sich für die richtigen Menschen zu entscheiden. Da gibt es gute Leute da draußen und dann diesen Schritt zu wagen. Und der wird oftmals nicht bereut. Ja, super. Fast wie im Tischtennismatch. hast du noch am Ende irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch den Leuten mitgeben möchtest, ganz frei raus, egal was es ist, dann please feel free. Ich würde dir das Ganze nochmal erstmal mit einem Danke abschließen und dann einfach nur mit den Worten: Vertraue dir selbst, erkenne dich selbst in dir selbst.